Hallo und herzlich willkommen bei Dive Support, eurem Tauchshop in München und natürlich auch online unter divesupport.de. Am Wochenende hatten wir ein Video gemacht zu den neuen Breakaway Clips, die man hier an den Schläuchen montieren kann, damit ihr euch etwas leichter tut, den Karabiner, den Bolt Snap mit dem Schlauch zu verbinden. Nachdem jetzt noch ein paar Fragen aufgekommen sind, möchte ich die ganz kurz in diesem heutigen Video ergänzen. Einmal war die Frage, funktioniert das Ganze auch mit einem Flexschlauch, also in dem Fall hier einem Miflex-Schlauch. Wir können das natürlich gerne mal ausprobieren. Ich mache hier mal auf dem Miflex-Schlauch den gelben drauf und ihr seht, das funktioniert genauso, das hält genauso. Also auch hier ist die Stabilität da. Und wie natürlich schon in den anderen Videos gezeigt, auch mit dem Gummischlauch. Ich drücke ihn da auch mal drauf. Beim Gummischlauch ist es allerdings so, dass es deutlich fester hält. Also mit dem Gummischlauch ist die Verbindung deutlich stabiler wie mit dem Miflex-Schlauch. Also beim Miflex-Schlauch hält das auch. Aber man sieht schon, beim Draufdrücken geht es mit dem Gummi etwas härter und damit hält das Ganze auch besser. Und dann ist es natürlich so, dass der Gummischlauch allein eben durch sein Gummi dafür sorgt, dass das Ganze stabiler sitzt, dass es nicht rutschen kann. Beim Miflex-Schlauch hält es auch, aber hier ist es schon so, dass er sich ein bisschen bewegt, also wahrscheinlich nicht ganz so stabil sitzt wie auf dem Gummischlauch. Dort sitzt er wirklich bombisch, da müsste ich richtig ziehen und selbst dann bewege ich ihn fast nicht. Und beim Miflex-Schlauch ist das ein bisschen anders, da kann ich ihn schon bewegen. Wir müssen mal schauen, ob er vielleicht auch hier sich beim Miflex vorne auf das Metall setzen kann, weil mir scheint so beim direkten Vergleich, dass der Miflex-Schlauch einen Ticken dünner wäre als der Gummischlauch. Ich probiere das jetzt mal. Setzen wir ihn mal hier drauf, aufs Metall. Also geht auch aufs Metall zu setzen, aber ihr seht, auch hier ist es wieder so, dass es relativ leicht rutscht. Da sitzt er hier noch besser, da rutscht er hier noch weniger. Also funktionieren tut es mit dem Miflex auch, das lässt sich verbinden und man muss es mal im Wasser ausprobieren, wie gut oder wie nachteilig das ist, denn das hier etwas rutscht. Aber mit dem Gummischlauch und an der Longhouse empfehlen wir ja auch einen Gummischlauch. Dazu gibt es auch ein Video, verlinke ich euch hier oben, dann könnt ihr euch das nochmal anschauen, warum wir hier einen Gummischlauch empfehlen. Und mit dem Gummischlauch funktioniert es wirklich perfekt. Mit dem Miflex-Schlauch würde ich sagen, geht, muss man mal ausprobieren, aber es ist wahrscheinlich nicht ideal verglichen mit dem Gummischlauch. Dann noch eine Frage, kann man das Ganze auch als Oktopushalter verwenden für den klassischen Sporttaucher, der eben nicht mit einer Longhouse und einem Backup-Automaten taucht? Natürlich funktioniert das genauso. Hier könnt ihr auch einen Karabiner befestigen, auch einen größeren Karabiner, oder ihr könnt es auch gleich ganz fest machen, indem ihr hier einen Kabelbinder oder eine Caveline reinknotet und das dann an eurer Ausrüstung befestigt. Und wenn ihr dann den Oktopus braucht, dann könnt ihr das natürlich relativ leicht abziehen, genauso wie es mit dem Breakaway Clip hier gedacht ist. Also das funktioniert genauso gut als Oktopushalter, vielleicht wirklich eine Alternative, weil es halt ein sehr kleines Bauteil ist, das ihr dann hier irgendwo an eurer Ausrüstung habt und nicht die manchmal doch recht großen, an aufwendigen Schlauchhalter, was es da alles so gibt. Funktioniert. Das war es auch schon. Sollte eigentlich nur ein kleines Ergänzungsvideo zum Wochenende sein. Wie gesagt, Gummischlauch funktioniert optimal. Mit dem Miflex-Schlauch geht es auch, aber aus meiner Sicht ist es nicht hundertprozentig optimal. Und es funktioniert auch als Oktopushalter. Auch hier natürlich wieder idealerweise ein Gummischlauch. Dann bleibt das Ganze stabil. Gerade beim Oktopus, glaube ich, wenn es ein Miflex-Schlauch ist, wird sich diese Bewegung deutlicher auswirken, wie wenn das Ganze hier am Hals befestigt ist. Ich hoffe, das Video als Ergänzungsvideo hat euch nochmal etwas gebracht. Lasst uns einen Daumen hoch da, lasst uns ein Abo da und bleibt noch ein bisschen auf unserem Kanal. Schaut noch weitere Videos. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Dive Support.